Wir schauen uns heute mal wieder etwas ärgerliche Posts und Sachen im Internet an. Denn wer liebt es nicht, sich ein bisschen aufzuregen? Richtig, deswegen machen wir das. Deswegen, falls ihr euch nicht aufregen wollt oder euch aufregen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da zum Aufregen. So läuft das, oder? Siehe da, der Beitrag meiner Katze zu meinem brandneuen Epoxid-Arbeitsplatte. Also einerseits irgendwie selbst schuld, warum lässt du deine Katze dahin? Natürlich sind die ein bisschen neugierig. Ich kenne keine Katze, die nicht neugierig ist. Und wenn du die anders anmalst, könnte es vielleicht gar nicht so kacke aussehen. Aber es wird trotzdem scheiße aussehen. Ich habe ein bisschen Farbe bestellt und habe stattdessen ein Handy bekommen. Total ärgerlich. Oh nein. Jetzt kann ich ein Handy, das irgendwie 1000 Euro wert ist, verkaufen und mir überhaupt keine andere Farbe mehr sonst holen, weil die Farbe ja so viel teurer ist. Und der Post ist eine Anspielung an den. Ich habe ein neues iPhone von Amazon bestellt und das ist, was ich bekommen habe. Alter, das wird mich allerdings wieder aufregen. Aber das finde ich irgendwie eine witzige Anspielung. Es wäre halt noch geiler, wenn das echt ist. Ich habe das ganze Dinner für Thanksgiving gekocht. Komplett alleine für meine Familie. Und keiner hat was gegessen. Meine Mutter und meine Geschwister haben in der letzten Minute noch woanders gegessen. Und mein Vater hat sein eigenes Essen mitgebracht. Wenn deine ganze Familie das nicht isst dann, was du von Grund auf gekocht hast, ich würde nie wieder für die Familie kochen. Nicht einmal. Ich würde die auch nicht nochmal zu irgend sowas einladen. Der weltberühmte Gurkensalat, den ich bestellt habe. Also wenn ich einen Salat bestelle und sowas bekommen würde, ich würde einfach sagen, bitte nimmt den wieder zurück. Eure 20 Cent an Tomate und Gurke will ich nicht für 20 Euro. Mein Nachbar, der beschlossen hat, seinen eigenen reservierten Parkplatz auf der Straße mit Schild und Anstrich einzurichten oder anzubauen. Also, es ist interessant, dass es geht. Das Ding ist auch, das wird keiner merken, weil das muss ja erstmal überprüft werden. Also wenn du weißt, okay, das ist fake, dann musst du an die Stadt wahrscheinlich gehen und die Stadt muss das erstmal überprüfen und dann kriegt er allerdings wahrscheinlich eine ziemlich hohe Strafe. Ich lerne gerade Englisch und ich weiß jetzt schon, dass ich die niemals richtig haben werde. Ja, okay, das muss dann einfach jemand sein, der nicht das Alphabet von A bis Z hat. Das ist wahrscheinlich dann eine andere Sprache, wo das Alphabet ein bisschen anders aussieht, dann kann ich es irgendwie verstehen, weil also B und D und P und Q schauen halt vom Ding her gleich aus. Das ist ja nur gedreht immer. Ich bin heute 4,5 Stunden mit einem Mietwagen gefahren, um nach Fort Worth zu einem Lauryn Hill Konzert zu kommen. Keine Ahnung, wer das ist, ist mir auch egal. Ich habe ein Airbnb gemietet, für Kinderbetreuung gesorgt, habe von der Arbeit freigenommen und bin da angekommen und 1,5 Stunden bevor es losgehen sollte, wurde das abgesagt. Und ich hatte Angst, als ob ich zu spät auftauchen würde. Okay, ich frage mich jetzt, wenn das jetzt ein Konzert ist, müssen die ganzen Kosten mit übernehmen? Und kommt wahrscheinlich darauf an, welches Land das ist. Aber es gibt ja bei größeren Firmen, müsste die Firma das ja dann übernehmen. Aber wie ist das bei Konzerten? Das ist schon gar nicht so wenig wahrscheinlich. Ich arbeite in einem Altenheim. Das ist der Parkplatz zu Thanksgiving. Also besucht niemand seine Großeltern. Aber wäre es auch nicht sinnvoller, wenn die Großeltern dafür einen Tag aus dem Altersheim die Kinder besuchen gehen? Weil es wird ja da Thanksgiving, haben wir leider nicht in Deutschland. Voll schade. Ich liebe Essen. Aber es geht ja um ein großes Familienessen dabei. Würde ja mehr Sinn machen, wenn die Alten woanders hingehen dann. Also zur Familie. Ich habe einen abgebrochenen Zahn durch eine Schraube in meiner Pizza. Also, aua? Das ist halt immer wieder, wenn du irgendwie was Weiches, so eine Suppe hast und dann auf einmal auf was Hartes kaust. Das ist richtig einfach unangenehm und du hast Angst. Wenn es andersrum ist, ist es nicht so schlimm. Wenn du auf was Hartes beißt und das ist ein bisschen weich. Ich würde gerne wissen, wie man eine Schraube in eine Pizza tut. Aus Versehen. Das ist so das Letzte, was man beim Kochen braucht. Ich habe meinen Mitbewohner gefragt, ob er die Fische füttern kann, während ich weg bin. Und die Erklärung ist dazu, man soll 2 bis 3 Kügelchen pro Tag wohl füttern. Er war für 4 Tage weg. Also anders gesagt, zwischen 8 und 12 Stück sollten da sein. Das sieht
sieht ein bisschen mehr danach aus. Der hat ganzes Essen für 8 Jahre. Und Fische essen echt wenig, wenn 2 bis 3 reichen. Das ist halt das Problem, wenn du mit irgendjemandem zusammen wohnst, den du nicht kennst. Du weißt nicht, wie kacke die Menschen sind. Ein Geldautomat hat meine Karte gefressen. Es tut uns leid, da ist wohl ein Fehler aufgetreten und wir können deine Karte nicht zurückgeben. Warum ist das eigentlich so, dass wenn die Maschine einen Fehler hatte, warum kriege ich dann meine Karte nicht zurück? Weil das heißt für mich ja einfach nur nerviger Aufwand. Ich muss dann meine Bank anrufen, der das erklären, die schickt mir dann eine neue. Und in der Zeit habe ich dann nichts. Netflix hat schon wieder die Preise erhöht. $31 im Monat? Alter, das wäre ja... Da hätte ich ja sogar keine Lust mehr. Also das finde ich zu teuer für Netflix. Die Größe für die Uniform in meiner Arbeit. XXS, XSSL, 4XL. Irgendwie fehlt da so ein Medium und so normale XL, XXL. Arbeiten da nur entweder richtig dicke oder richtig dünne? Was ist denn das für eine Arbeit? Entweder kannst du dir gar kein Essen leisten oder du kannst dir wahrscheinlich nur Fast Food leisten. Das ist das, was mir da die Tabelle sagt. Wenn du versuchst, die Prüfungsnote zu verbergen. Coffee! Haha, wir haben kein C bekommen. Sanitärinspektion. Also wie sauber das Restaurant ist. Ein C. Das hört sich nicht sauber an. Also ich glaube, da hast du dann echt verkackt irgendwie. Oder die haben es mit Absicht gemacht, um Coffee buchstabieren zu können. Das finde ich eigentlich, sollte überall hängen. An jedem Restaurant. Das wäre voll geil. Heute ist eine Orientierung für meinen neuen Job und mein Auge hat beschlossen, so auszusehen. Das schaut sehr stark nach einer allergischen Reaktion aus. Sollte es wahrscheinlich vor allem, wenn das nach der Nacht ist, mal dein Bett durchsuchen, falls da irgendwas ist. Und das neu beziehen und absaugen, sauber machen. Wichtig. Ich habe 3 Thermometer gekauft, um die Hitze in meinem Haus zu überprüfen. Alle lesen unterschiedliche Zahlen. 70,5 Fahrenheit sind 21 Grad, 72 Fahrenheit sind 22 Grad und 69 wird dann so 20,5 Grad sein. Und das ist doch immer vom gleichen Hersteller. Wie kann vom gleichen Hersteller 3 unterschiedliche Zahlen angezeigt werden? Mein Airbnb hat mir versichert, dass es ein sehr sicheres Babygitter gibt. Also die Bücher schauen auch so sicher aus, da wird niemals was dran passieren. Vor allem, weil es Babys sind und die springen definitiv nicht gegen irgendwas ohne Grund. Niemals. Ich habe meiner Mutter zum Geburtstag Blumen geschickt und sie hat die falsche Karte bekommen. Gute Besserung. Hey man, das ist nicht dein erstes Rodeo. Was? Das hat ja gar nichts mit dem Geburtstag mehr zu tun. Aber hey, irgendwer hat einen guten Freund auf jeden Fall. Weil wenn du sagst, werd besser, dann wird das eine gute Beziehung sein. Oder Freund. Als ich vom Thanksgiving zurückkam, stellte ich fest, dass mein Vermieter die Treppe zu meiner Wohnung neu gestrichen hatte. Die Treppen sind immer noch nass. Ich wurde nicht darauf hingewiesen und es gibt nur die Treppe. Ich hoffe, du hast schwarze Schuhe unten. Oder nimm dir irgendwas aus dem Müll. Plastiktüte, irgendwas oder klingelt bei jemandem und pack da Mülltüten um die Schuhe. Weil wenn du natürlich nicht informiert wirst und das zu einem Feiertag auch noch gemacht wird, ist eigene Schuld, also da habe ich keine Rücksicht. Ich habe das heute an meiner Tür gefunden und wir haben keinen Hund. Ey, dann hat irgendein Hundebesitzer das richtig gut hinbekommen, weil irgendein Nachbar anscheinend denkt, dass du das warst. Das Gym, das ich benutze, hat heute so viele Tennisbälle weggeworfen. Und da ist ein Hundeshelter genau nebenan. Also ein Tierheim ist nebenan. Also wir kennen das ja schon mit dem Essen vom Lebensmittelläden, weil wir schmeißen lieber irgendwie 15 Tonnen Lebensmittel weg, bevor wir irgendwen Armen, der auf der Straße ist, was umsonst geben. Und anscheinend ist das auch mit Hunden so. Ich finde es immer krass, dass die Leute es immer wollen, dass andere richtig mehr miserabel sind als sie selbst. Sonst können die anscheinend nicht leben. Das habe ich immer das Gefühl. Ich habe mich bei Snickers darüber beschwert, dass auf meiner Schachtel mit Riegeln keine Schokolade war. Und sie schickten mir einen Gutschein für einen kostenlosen Riegel. Also ich denke mal, das ist der Riegel ohne die Schokolade. Schaut trotzdem irgendwie geil aus. Oder das ist das Neue. Ach so, warte, der ist Gutschein bis zu $3. Okay, er hat eine Box mit 48 Riegeln, 2 Euro pro Stück, geholt für seine Tochter in Karate. Und er beschwert sich, dass das meiste ist, was die Firma machen kann. Ja, verkauf's einfach auf eBay. Es gibt immer irgendwen. Der Mann neben mir im Flugzeug hat einfach sein Handy auf meinen
Bein gelegt, ohne mich zu fragen, während er in seiner Tasche herumwühlt. Weißt du, was ich gemacht hätte? Also kommt natürlich drauf an. Ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, ich finde es weird. Aber wenn es dich wirklich so nervt, musst du einfach wegschrecken, wenn jemand auf einmal was auf dein Bein legt. So, wegschrecken und das fällt runter. Dann wird die Person das nicht nochmal machen. Der Unterschied zwischen den Taschengrößen von Frauen und Männern. Von Levi's Jeans. Links sind die Frauen, da sieht man ja diese Nähte, das Weiße, das ist die Tasche. Sehr klein und dann rechts. Ja, ich mag aber auch große Taschen, ne? Sind so geil. Da passt dann wirklich alles rein. Und bei den Taschen, wenn das natürlich Frauen haben, kein Wunder, dass die immer Handtaschen tragen müssen. Ich habe eine Halloween-Party veranstaltet und keiner ist gekommen. Das ist traurig. Vor allem, wenn du dir sogar die Mühe machst, irgendwas noch zu basteln dafür. Die Badezimmer bleiben bis 8 Uhr morgens zu. Es ist halt so dumm. Ich weiß nicht, was irgendwie in manchen Schulen los ist. Aber ich muss gestehen, in meiner Schulzeit hatte ich nie ein Problem, dass Badezimmer abgesperrt wurden oder zu sind. Wir konnten immer gehen, auch während der Schulzeit. Das Einzige, was wir machen sollten, ist einmal zu fragen, hey, können wir und nicht einfach rausgehen. Aber theoretisch ist es ja erlaubt, einfach rauszugehen, um auf Klo zu kommen. Aber das ist auch so ein bisschen Höflichkeit gehört überall hin. Wie viele Wecker mein Mitbewohner stellt, der um 9 Uhr anfängt? 7.30 Uhr, 7.44 Uhr, 50, 8, 8, 12, 16, 24, 8, 33, 41. Was sind das für Weckeruhrzeiten? Alter, der hat ja andere Probleme. Die sollten immer, hey, okay, 7.30 Uhr, 45, 50, gerade Zahlen oder 5 Minuten Schritten, aber nicht 12, 16, 24, 33, 41, 52. Meine Schwiegermutter fährt über meinen Garten, über meinen Rasen. Da ist ja noch nicht mal ein Parkplatz. Das wird mich nerven, weil das macht den Rasen einfach nur kaputt. Kann ich nachvollziehen, warum man da verärgert ist. Ich würde die gerne ganz reindrücken, aber ich bin in einem Krankenhaus. Das wird mich aber auch stören in einem Krankenhaus, wenn die ganzen Stecker nicht mal richtig drin sind. Darf man die nicht? Haben die dann zu viel Volt? Willst du mich verarschen, eBay? Du darfst keine Nachrichten mehr schicken. Du musst bis morgen warten. Hat eBay ein Maximum an Nachrichten für einen Account? Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich bin auch nicht wirklich auf eBay. Aber das ist hart. Mein Partner hat meinen Laptop in den Gefrierschrank getan, weil er sich überhitzt. Also, es ist eine Idee, um Überhitzung gegenzusteuern. Also, okay, es wird halt trotzdem nicht gut sein wahrscheinlich, aber ist auch sehr weird. Das Hotel hat meine Kaution von $50 einfach einbehalten, wegen ein blutbeflecktes Handtuch und eine befleckte Badematte. Also erstmal, da ist nichts auf den Handtuch. Aber was zur Hölle? Wieso ist dieses Handtuch so dreckig und ekelhaft? Was hast du damit abgewaschen oder abgetrocknet? Das ist, glaube ich, nicht normal. Ich hatte noch nie ein weißes Handtuch, das nach dem Duschen so aussah. Oder Badematte. Eine Firma für individuelle Fotogeschenke hat die Fotos in dieser lächerlichen Konfiguration neu angeordnet. Keine Rückerstattung. Ey, ich weiß nicht, was du hast. Ja, der Stern ist super. Dieses Gesicht einfach. Alter, ja, ich würde auch gerne so eine Firma aufmachen, wo ich einfach Fotos irgendwie hinklatsche, was nicht mal zusammenpasst. Und dann verlange ich dafür Geld. Das ist eigentlich der Business-Deal. Da verstehe ich, warum man Geld zurückverlangt. Ich wurde gecatfished von dem Airbnb. In den Kommentaren stand, dass es wurde jetzt schon weggelistet, aber er hat es nicht zurückbekommen, das Geld. Man sieht zuerst einen normalen Raum. Wir schauen uns jetzt erstmal die normalen Fotos an. Die Fotos, die gezeigt wurden. Schaut doch wie ein schönes Wohnzimmer mit Küche aus. Super Bett und dann 4,89 Sterne. Ui. Und dann schauen wir Bilder an, die er gemacht hat. Ist das eine Dusche da? Im Wohnzimmer? Dann eine Tür, wo oben einfach was fehlt. Dann die Haustür, wo einfach ein Loch drin ist. Also die Haustür passt nicht zum Rahmen. Bisschen Wand kaputt, ein bisschen Decke eklig. Ein paar Löcher und mehr eklige Decke. Tisch draußen.
Was haben sie auf denen gemacht? Also das draußen haben sie ja nicht angezeigt, aber holy, schon extrem. Leute, die ihren Hund nicht stoppen können, die auf alles pinkeln müssen oder alles markieren müssen. Es ist aber, glaube ich, ein allgemein großes Problem, vor allem in Großstädten. Tiere in Großstädten tun mir leid, weil die haben halt meistens nicht so die Möglichkeit irgendwo, oh, da ist jetzt ein Wald oder sonstiges. Da ist es, glaube ich, echt nervig. Aber die Besitzer sollten das trotzdem schaffen. Ich bin nach Hause gekommen und sie wissen, was sie getan haben. Also, ich weiß auch, was sie getan haben. Also, wenigstens sind sie nicht durch die Tür gekommen irgendwie. Du musst immer die kleinen Dinge bedenken, die gut sind. Schwarzer Freitag. Hey, ein neuer Sale. Es war $300 und kostet jetzt $300. Du sparst dir, steht halt da, $0. Also du kannst nicht meckern, wenigstens sagen die auch wirklich, wie viel du sparst, und zwar nichts. Dieser $10 Bowlingbahn Cheeseburger. Okay, der schaut sehr geil auf dem Bild aus, bis man ihn in der Hand hat. Das ist, glaube ich, schon zu ein extremer Unterschied. Ich glaube, das ist schon gar nicht mehr erlaubt so. Weil da sind nicht mal mehr die Zutaten drauf, die da beschrieben werden bzw. gezeigt werden. Und das Brötchen ist auch ein ganz anderes. Amazon und Apple wollen $8 für einen 22-Minuten-Kinderfilm, der 1969 rauskam. Also 1969, das wäre, also wenn man die Inflation dann da zählt, dann würde der Film also damals irgendwie 80 Euro gekostet haben. Diese Familie, die ihr Kind einfach die Chips essen lässt. Okay, es ist halt, ich kann es verstehen, du bist wahrscheinlich müde, hast keinen Bock, hast noch dein Kind da und das schreit wahrscheinlich, weil es auch keine Lust hat, aber du solltest wenigstens ein bisschen aufräumen können. Ganz ehrlich, dann hast du einfach versagt als Elternteil, wenn du das so lässt. Es ist egal, dass es da sauber gemacht wird, das tut man nicht. Mein Nachbar hat deren Hund auf meine Kürbisse pinkeln lassen, die ich gemacht habe. Holy shit, sind die eklig. Wenn du dein Tier nicht unter Kontrolle hast, dann solltest du einfach keins besitzen dürfen. Genauso wie mit Kindern. Wenn du nicht in der Lage bist, ein Kind aufzuziehen, solltest du keins bekommen dürfen. Weil das ist eklig. Mein Bruder hatte seine Freundin zu Besuch über das Wochenende. Er ist gestern zu unserem Vater wieder gefahren und will, dass ich den ganzen Abwasch mache. Das Einzige, was mir gehört, ist der Kaffeepott und eine schwarze Tasse. Boah, ich würde den hassen, wenn das mein Bruder wäre. Ganz ehrlich, das wäre echt ein Grund dafür, dass ich den Bruder anrufen würde und einen richtigen Terrorakt mache, dass der erstmal kommt und das abwäscht, oder er soll jemanden holen, der das macht. Ich habe angeboten, für das Date selbst zu zahlen, was so $25 gewesen wären. Er hat aber so viel getrunken, dass die Rechnung über $100 betrug. Und das war seine Nachricht am nächsten Morgen. Guten Morgen, oh, ich hatte so eine schöne letzte Nacht und ich habe nochmal darüber nachgedacht und ich würde gerne die Rechnung für das Dinner von letzter Nacht teilen, denn ich werde zu irgendeinem Spiel gehen, who cares, und ich habe zu viel gestern ausgegeben. Kannst du mir $50 über Venmo schicken? Also sowas wie PayPal. Die Antwort. Ja, guten Morgen. Oh, leider ist das Angebot schon abgelaufen. Viel Spaß beim Spiel. Ist aber auch die richtige Antwort. Natürlich ist es irgendwie doof, wenn man dann kein Geld hat oder man wollte die Person wahrscheinlich einladen. Hey, hier, ich bin ein Gentleman ungefähr und ich lade dich gerne ein, und hat sich dann verrechnet. Aber wenn halt die andere Person gerade mal ein Viertel der Rechnung überhaupt ausgegeben hat, dann ist nichts mit halbieren. Also wenn sich eine Person irgendwie so ein Steak mit Wein und sonstiges holt und du holst dir so ungefähr einen Salat, das ist dann nicht mehr fair, gleich aufzuteilen. Es tut uns leid, Tassen und Kubikzentimeter sind nicht kompatibel. Doch, es gibt sogar eine Rechnung. Okay, wir rechnen nicht mit Tassen. Ey, Amerika ist so weird, ne? Das sind die einzigen, die sich denken, ja, komm, wir rechnen mit Tassen, wir rechnen mit Elefanten. Hier, wie viele Taschentücher passen in eine Pringles-Dose rein? Ja, 5 Tischtennisbälle. Das ist gefühlt Amerika mit ihren komischen Einheiten. Aber man kann die ausrechnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.